Das wird sich auch schnell ändern. Wir haben ein Bombenwetter organisiert. Karl Friedrich, vielen Dank an das Orga-Team an dieser Stelle, das er geführt hat. Und ich vermute mal, das Versprechen an Qualität hat so viele auch jetzt hierhin gelockt. Wir haben über 450 Anmeldungen zum Betriebsfest. Das ist gefühlt rekordverdächtig. Wir sind zumindest stolz darauf, dass wir Sie alle haben motivieren können, heute mit dabei zu sein. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Ich begrüße die Nachbarn, Herrn Mause jetzt als Behördenleiter stellvertretend. Ich begrüße die Vertreter der Politik, Kreistagsvorsitzender Esse, vielleicht stellvertretend benannt, der erste Stadtrat der Stadt Korbach, Herrn Merle habe ich gesehen. Ich habe zu begrüßen die Vertreterinnen und Vertreter der Planungsbüros, die uns unterstützt haben bei diesem Projekt. Und vor allem begrüße ich natürlich Sie und euch, die Mannschaft der Kreisverwaltung. Herzlich willkommen zu einem tollen Fest rund um das Thema Indienststellung dieses schicken Gebäudes. Aber am Ende des Tages geht es auch um ein Betriebsfest. Herzlich willkommen euch alle. Das Projekt ist in jeder Hinsicht speziell, davon werden wir gleich noch mehr erfahren. Herr Brune vom Architekturbüro wird uns dann gleich nicht nur den Schlüssel übergeben, sondern auch noch Informationen zu diesem Gebäude, das nachhaltig ausgelegt ist, modern entwickelt worden ist, mit modernen Baustoffen, natürlich klimafreundlich organisiert, aber ganz wichtig, verspricht auch eine neue Arbeitswelt. Die Zeiten haben sich geändert und ändern sich kontinuierlich. Man ist in der Arbeitswelt mittlerweile progressiver unterwegs und öffnet sich mobilen Formen des Arbeitens, also nicht mehr nur jeder für sich alleine, sondern man muss auch im Team arbeiten können, in verschiedenen Wechselsituationen, und das haben wir jetzt ein Stück weit auch mal eröffnet mit diesem Gebäude. Und die dritte Dimension, die ebenso wichtig ist, ist die Frage, wie wir den Kundenverkehr und die Kundenorientierung auch in das Gebäude übersetzen. Auch das ist in spezieller Art und Weise gelungen. Es wird zunehmend auch digitaler werden, und wir glauben, dass wir dieses kryptische Gebäude dahinter, das ja keiner so richtig versteht, wenn man als Kunde kommt, jetzt abgelöst bekommen von einem top modernen Gebäude mit dann doch deutlich besserer Orientierung. Ich habe Danke zu sagen. Danke zu sagen zunächst einmal Richtung der Projektverantwortlichen vom Team der Gebäudewirtschaft. Der Dirk hat mir das Mikrofon in die Hand gedrückt, hat sich dann wieder separiert. Da hinten ist er. Bitte mal einen kräftigen Applaus an den Projektleiter Dirk Witte. Er hat hier eine Menge Zeit verbracht, um das Projekt auch nach vorne zu bringen. Das war nicht immer nur ein Quell der Freude, aber das sollte ja nicht im Vordergrund auch stehen. Ich darf den begleitenden Planungsbüros und den ausführenden Baufirmen herzlich danken. Das wird Herr Brune gleich, glaube ich, auch nochmal für die Organisationsleitung ein Stück weit auch übernehmen. Ich habe Danke zu sagen Richtung der 3 Fachdienste, die bereits eingezogen sind. Also Umzüge von Verwaltungen, das sind per se schon sehr spezielle Projekte. Das haben wir jetzt wirklich in einem tollen Projekt gemeinsam hinbekommen. Das war nur deshalb möglich, weil alle am Strang gezogen haben. Deshalb auch da nochmal herzlichen Dank. Das lief absolut reibungslos. Zu meiner Überraschung gab es wenig kritische Punkte. Das war nicht sicher zu erwarten, aber Gott sei Dank ist das so gut auch gelungen. Ja, dann danke ich natürlich nochmal dem Orga-Team. Karl Friedrich Wiese hat das in die Hand genommen und wie wir feststellen dürfen, in bewährter Art und Weise. Vielen Dank auch dafür. Ich glaube, der Quicke war mit im Team und die Steffi Becker. Das steht insgesamt für besondere Qualität, was das Vorbereiten von Festen betrifft. Das merken wir uns dann für den nächsten Termin und dann wollen wir das auch nochmal verstetigen. Jetzt darf ich Herrn Brune mal zu mir bitten. Den habe ich eben schon gesehen. Da ist er. Vielen Dank, dass ich hier ein paar Worte sagen darf. Gleich schon mal vorweg, eine Schlüsselübergabe wird es nicht geben. Wir haben früher Schlüssel übergeben, dann kamen die Chipkarten, dann haben wir Chipkarten übergeben, jetzt gibt es Transponder und da haben wir gesagt, jetzt reicht's. Also wir machen nicht auch noch Transponder, wir machen das anders. Ich möchte auch ein paar Worte sagen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hier habe. Ich möchte mich vor allen Dingen erstmal bedanken. Wir haben hier wirklich ein Projekt machen dürfen und ich fange jetzt einfach mal in der Reihenfolge sozusagen der Größe und der Bedeutung der jeweiligen Einheiten an. Als erstes möchte ich mich beim Landkreis bedanken. Das ist für Architekten keine Selbstverständlichkeit, dass so ein Gebäude in der Form, wie es hier ausgeschrieben worden ist, nämlich auch mit einem kleinen Planungswettbewerb, der vorweggelaufen ist im Rahmen dieses sogenannten VGV-Verfahrens. Das erzeugt eine Planungsqualität, es erzeugt auch eine Art der Auswahl für den Bauherrn, und trotzdem ist es überhaupt nicht Standard. Viele Projekte laufen anders ab. Ich glaube aber, dass hier im Landkreis und auch in der Stadt Korbach ja eine Menge im Bereich Architektur gemacht wird. Wenn man sich so umguckt, sind Sie hier wirklich gut mit dabei. Das ist toll, das ist nicht selbstverständlich, und das sind natürlich Sie alle, auch die Bürger, die das hier irgendwie bezahlen und finanzieren, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das ist toll. Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, das hier planen und umsetzen zu dürfen. Anstatt eines Schlüssels bekommen Sie von uns eine kleine Lok, die bedreht und begehbar ist. Die soll, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, im Jugendbereich, im Gesundheitsbereich aufgestellt werden. Das ist viel praktischer, von dauerhaftem Nutzen für alle Beteiligten. Kann zwar nicht aufgehängt werden wie so ein schöner Schlüssel, den man ausschneidet, oder eine Chipkarte, aber wir hoffen, dass Sie und vor allem die Kinder, die hier dann sich im Gesundheitsbereich aufhalten, sehr viel Freude damit haben. Ich habe selber zwei kleine Kinder, die würden dann mit Sicherheit drin rumturnen. Also hoffe ich, dass das in den nächsten ein, zwei Wochen geliefert wird. Und wenn es allzu viel zusammenzubauen wäre, dann würden wir auch nochmal rauskommen und schrauben das auch zusammen, damit wir hier nicht ein Geschenk übergeben, wo mehr Arbeit drinsteckt, als wir nutzen können.